Mein Name ist Diana zu Löwen und ich bin heute hier im YouTube-Studio der Münchner Sicherheitskonferenz gemeinsam mit Christine Lambrecht, unserer Verteidigungsministerin. Und hier geht es ja eben viel um das Thema Sicherheit, was ja quasi auch ihr täglicher Job ist. Aktuell wird ja sehr viel über den Russland-Ukraine-Konflikt gesprochen. Können Sie da mal ein bisschen erzählen, welche Rolle da eigentlich Deutschland einnimmt und wie wir vielleicht auch eine Eskalation der Lage verhindern können? Ja, Deutschland ist eingebunden in die NATO, in ein Verteidigungsbündnis. Und Deutschland ist natürlich ein Teil der Europäischen Union. Und das sind die wichtigen Verbündeten beziehungsweise die richtigen Rahmen, in denen wir uns einbringen. Da ist natürlich ganz klar, dass wir auf Dialog setzen, auf Dialogbereitschaft, weil diese Kanäle sind lange Zeit völlig abgebrochen gewesen. Und deswegen ist es so wichtig, dass beispielsweise der NATO-Russland-Rat wieder tagt. 2,5 Jahre haben solche Gespräche nicht stattgefunden. Und das ist dann schwierig, wenn man sich missversteht, wenn man nur übereinander redet. Und deswegen ist es wichtig, dass solche Gesprächsformate wieder da sind. Wir bringen uns als Deutschland auch ein, beispielsweise im Normandie-Format. Bedeutet, dass in diesem Format Russland, die Ukraine zusammen mit Deutschland und Frankreich sprechen. Also auch da bringen wir uns ein. Ganz wichtig, das sind unsere Möglichkeiten, im Dialog miteinander zu versuchen, eine friedliche Lösung in diesem Konflikt herbeizuführen. Denn das ist unsere Verantwortung. Ich will mir das nicht vorstellen, mitten in Europa ein Krieg. Das hätte verheerende Auswirkungen, natürlich zuerst für Russland mit all den Sanktionen, die dann kämen, aber für uns alle natürlich auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf den Dialog setzen, ohne dabei aber naiv zu sein. Und deswegen ist dann wieder die Europäische Union so wichtig, die ganz klar angekündigt hat, dass es klare Sanktionen geben wird, sollte Russland die Ukraine angreifen. Und die NATO natürlich auch, die über Abschreckung auch signalisiert, wir stehen zu unseren Verbündeten der Allianz und da sind wir auch gut aufgestellt. Was genau meint sie jetzt zum Beispiel mit Abschreckung? Also man liest ja wirklich trotzdem auch immer noch zum Beispiel was von Atomwaffen, was ich halt für mich auch manchmal noch so, ja, wenn man so sehr naiv an solche Dinge rangeht, sich gar nicht mehr vorstellen möchte. Aber ist das schon etwas, worauf Sie sich auch vorbereiten müssen, dass zum Beispiel so ein Angriff passieren könnte? Das ist doch überhaupt nicht naiv, wenn man sich einen Atomangriff nicht vorstellen will. Daran arbeiten wir doch alle. Das muss uns doch alle jetzt gerade auch leiten. Und wir sind wirklich auf alles vorbereitet. Wir erleben, wie momentan Russland Truppen zusammenzieht und die Ukraine so bedroht. Das muss man so deutlich sagen. Und da müssen wir bei jeder Bedrohung, gegen jede Bedrohung entsprechend aufgestellt sein. Das ist eine sehr bedrohliche Situation. Wir schauen uns da auch durch Lagebilder natürlich genau an, welche Arten von Waffen werden an die Grenze verbracht. Und darauf muss dann auch entsprechend reagiert werden und wird auch reagiert. Also wir müssen im Bündnis, in der Allianz ganz klar machen, unsere Verbündeten, dafür stehen wir ein. Und Sie haben ja zum Beispiel auch für die Bundeswehr einen höheren Etat gefordert. Können Sie vielleicht auch da mal so ein bisschen genauer drauf eingehen, was zum Beispiel für was eben jetzt Gelder ausgegeben werden müssen und warum Sie eben da jetzt noch mehr Budget zum Beispiel brauchen? Wir erleben ja gerade jetzt, wie wichtig es ist, dass wir auf so einen Fall vorbereitet sind. Mir ist es recht, wir brauchen diese ganzen Waffen. Wir müssen sie niemals einsetzen. Aber wir müssen eben in der Lage sein, wenn es soweit wäre, dann auch reagieren zu können. Wir sind verpflichtet, in der NATO bestimmte Leistungen zu erbringen. Wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel 367 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten an die Grenze nach Litauen geschickt, um dort nochmal eine Verstärkung der NATO auch zu gewährleisten. Das kostet Geld, denn da ist auch Artillerie mit dabei, das kostet alles Geld. Wenn ich Eurofighter schicke, kostet das Geld. Wenn ich Air Policing, wenn ich da mit dabei bin, kostet das immer alles Geld. Und deswegen müssen wir darüber reden, dass ich dann auch entsprechend in meinem Etat ausgestattet bin. Man kann nicht immer sagen, Deutschland muss jetzt oder auch in den eigenen Reihen, wir müssen hier mitmachen, wir müssen da mit dabei sein. Dann aber bitteschön auch mit der entsprechenden Ausstattung und dass die Soldatinnen und Soldaten, die dann solche Einsätze wahrnehmen, auch wissen, ja, dafür ist Geld da und wir bekommen auch die entsprechende Ausstattung dann mit.
Vielleicht können Sie auch ein bisschen noch mal was über Ihre allgemeine Mission zum Beispiel als Verteidigungsministerin sagen, wo Sie jetzt sagen, wo möchten Sie am Ende dieser Legislaturperiode stehen, was wollen Sie vielleicht auch erreicht haben? Ich meine, aktuell ist ja auch der Einsatz in Mali ein sehr großes Thema. Was wollen Sie vielleicht bis dahin erreicht haben? Also wir haben uns im Koalitionsvertrag richtig viel vorgenommen und deswegen geht die Arbeit auch sofort los und wir sind schon mittendrin. Dazu gehört zum Beispiel, dass man bei Beschaffung schneller wird, effektiver wird. Das sind bei 250.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr ist ein richtig großer Laden und deswegen muss man dann auch dafür sorgen, dass es da schneller geht. Wenn sie bei Beschaffung teilweise Verfahren haben, dass sie monatelang brauchen, bis vor Ort etwas ankommt, dann geht das nicht. Und da will ich schneller werden. Da will ich dafür sorgen, dass auch so bürokratische Strukturen deutlich verbessert werden. Denn dann kann ich erreichen, dass die Soldatin das bekommen, was sie brauchen und dass der Steuerzahler aber auch nur das zahlt, was wirklich notwendig ist. Das ist ja auch mit meiner Aufgabe. Wir haben uns in Bezug auf all unsere Einsätze vorgenommen, genauer hinzuschauen, erreichen wir unsere Ziele mit den Mitteln, die wir einsetzen. Und gerade bei Mali ist das dringend notwendig. Wir sind in zwei Missionen dabei. Das ist einmal eine europäische Mission. Da bilden wir aus, die malischen Soldaten. Und bilden wir sehr gut aus, mit unseren Maßstäben natürlich auch. Aber wenn ich dann erlebe oder mich fragen muss, diese ausgebildeten Soldaten, die gehen da raus und kämpfen dann an der Seite von Söldnern in diesem Konflikt, dann ist das schwer, mit unseren Werten zusammenzubringen. Das muss dann hinterfragt, wollen wir das wirklich? Wollen wir die ausbilden, die dann mit Söldnern zusammenarbeiten? Wollen wir eine Regierung unterstützen, die zwar zugesagt hat, wir wollen diesen Demokratisierungsprozess gehen und deswegen wird es Wahlen geben, jetzt aber nicht mehr bereit ist, die Wahlen durchzuführen, jetzt, sondern in 5 Jahren. Wollen wir das? Das ist nicht unsere Vorstellung, wen wir da unterstützen wollen. Und so müssen wir das wirklich kontinuierlich machen, in allen unseren Einsätzen zu schauen, ist es das Ziel, bringen wir die richtigen Mittel mit und wollen wir das weitermachen? Ich glaube, das sind wir auch den Soldatinnen und Soldaten, die dort vor Ort diese Arbeit leisten, schuldig, damit die wissen, ja, wir stehen hinter diesem Einsatz, den ihr durchführt. Genau, weil das haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Es geht ja auch darum, dass es für die Soldaten, Soldatinnen vor allem sicher ist. Und was ja auch im Koalitionsvertrag steht, ist ja auch das Thema feministische Außenpolitik. Vielleicht können Sie da auch noch mal eben ein bisschen genauer drauf eingehen, weil viele können sich da immer nie was drunter vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Aber Sie haben ja schon ein bisschen auch was eigentlich dazu erzählt. Ja, das ist nicht nur, dass sich manche darunter nichts vorstellen können. Manche machen sich auch darüber lustig und veralbern das. Ich kann davor dringend nur abraten, denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt und der fehlt mir bisher in der Außen-, in der Sicherheitspolitik. Frauen bringen eine andere Sicht auf die Dinge mit und die brauchen wir ganz dringend. Wer ist es denn, der in solchen Konflikten zuallererst Gewalt erfährt? Es sind in der Regel die Frauen. Vergewaltigung ist heute noch eine Methode, wird als Waffe benutzt. Einmal Waffe als Gewalt gegenüber der Frau, aber auch gegenüber der Gesellschaft, die dann mit dieser Situation, mit den Männern, die damit umgehen müssen, wird immer noch benutzt. Die Frauen sind verantwortlich für die Familie in solchen Situationen, müssen sich um Kinder kümmern. Und deswegen das nicht aus dem Blick zu verlieren und nicht immer nur über Eurofighter, nukleare Teilhabe, Haubitzen und Bomben und sonst was zu reden, sondern was macht das denn mit den Menschen? Ja, das ist eine Sicht, die bringen Frauen ein. Und ich bin unserer Außenministerin sehr dankbar, dass die gestern das deutlich gemacht hat, indem sie mal beschrieben hat, was die Situation im Donbass für die Familien, für die Kinder bedeutet. Das ist so wichtig, diesen Blick darauf zu haben. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir mittlerweile deutlich besser repräsentiert sind, auch in diesem Bereich. Und das hat dann gar nichts damit zu tun, dass Frauen nicht realistisch an solche Fragen rangehen, aber eben mit einem anderen Blick. Und wenn man sich die Münchner Sicherheitskonferenz vor 10 Jahren angeschaut hat, ich weiß jetzt nicht die Quote, aber sie lag bei weitem nicht so hoch wie jetzt, dass Frauen auch mitdiskutieren und ihre Sicht mit einbringen. Wir sind jetzt heute bei einer Quote, ich glaube, von 45%. Und es kann noch besser werden und das soll auch besser werden, denn das gewährleistet, dass eben auch diese Sicht auf die Dinge mit eingebracht wird. Das kommt mir manchmal in diesen Diskussionen zu kurz und ist allein an Material ausgerichtet, an Zahlen, die damit verbunden sind.
aber nicht, was diese ganzen Konflikte mit Menschen ausmacht. Würden Sie sich vielleicht auch da ein anderes Narrativ von den Medien manchmal wünschen? Also, dass man eben das auch noch mehr zum Beispiel in den Fokus stellt? Ich glaube, es wird, man kommt überhaupt nicht umhin, sich damit mehr zu beschäftigen, wenn noch mehr Frauen auch Verantwortung in diesen Bereichen übernehmen. Und schauen Sie sich Deutschland an, die Außenministerin ist eine Frau. Die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist eine Frau und auch das Verteidigungsressort hat eine Frau inne. Und allein das zeigt schon, dass wir Frauen uns auch diese Bereiche, dass wir auch in diesen Bereichen Verantwortung übernehmen wollen auch, weil wir da sehen, das ist dringend notwendig und dann kommen auch Medien nicht umhin. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die geht da in die gute Richtung. Und das Gleiche wünschen Sie sich wahrscheinlich auch für die Bundeswehr, dass da vielleicht auch mehr Frauen oder generell sich mehr junge Menschen bewerben. Warum sollte man jetzt heutzutage als junger Mensch zur Bundeswehr gehen? Was bietet einem das? Also die Bundeswehr hat mittlerweile einen deutlich besseren Ruf als noch vor vielen Jahren und sie wird auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Sie haben da natürlich eine Sicherheit, sie haben die Möglichkeit für tolle Ausbildung. Man kann sich ja in den unterschiedlichsten Bereichen auch ausbilden. Also da haben wir uns, da ist es deutlich besser geworden, auch bei Umfragen, was man sich vorstellen kann, ob man zur Bundeswehr gehen möchte und auch bei Frauen übrigens. Also das ist zu erleben. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass zum einen die Bundeswehr wirklich super ankommt in Bezug auf Amtshilfe. Also immer dann, wenn wir uns bei Corona zum Beispiel, bei der Pandemiebekämpfung engagiert haben, in den Testzentren, in den Impfzentren, bei der Kontaktverfolgung, da ist mal bewusst geworden, was machen die denn und wie hochprofessionell machen die das auch? Und das hat dann auch Interesse geweckt. Deswegen, wir haben uns verändert, wir sind offener geworden, wir haben auch klare Signale gesendet, wer sich bei uns einbringt, kann sich darauf verlassen, dass das eine Bundeswehr ist, die auch die Werte lebt, für die wir kämpfen. Deswegen haben Extremisten bei uns erfahren null Toleranz. Das ist auch wichtig für junge Menschen, dass sie wissen, mit wem sie da zusammenarbeiten. Und für Frauen kann ich nur sagen, es ist wichtig, dass gut qualifizierte Frauen auch in der Bundeswehr wissen, wenn sie gut ausgebildet sind, dann steht ihnen auch alles offen. Dieses Signal muss gesendet werden, auch darüber, dass Frauen Vorbilder sind. Und daran will ich arbeiten. Diesen Arbeitgeber ist kein Arbeitgeber wie andere, weil es ist natürlich so, dass sie versetzt werden, sie auch einer Gefahr ausgesetzt sind. Das darf man auch nicht kleinreden. Aber sie haben halt auch unglaubliche Chancen, in den unterschiedlichsten Feldern sich einzubringen. Und deswegen ist ein toller Arbeitgeber. Aber würden Sie sich trotzdem manchmal wünschen, dass man es auch irgendwie schaffen könnte, sagen wir, manche Strukturen auch in der Bundeswehr, was eben, wo man ja auch gerade in den oberen Ebenen findet man trotzdem nicht so viele Frauen oder dass eben selbst fand ich jetzt, als man gesehen hat, wie Angela Merkel verabschiedet wurde, dass manche Sachen vielleicht gar nicht mehr so in die heutige Zeit passen. Gibt es da irgendwie Ideen, wie man vielleicht das auch ein bisschen ändern kann und vielleicht auch noch mehr andere Perspektiven schaffen kann, dass man ja eben nicht nur daran denkt, dass man eben vielleicht dann auch in Krisengebiete gehen muss? Also ich glaube, Traditionen sind etwas, was man sich bewahren sollte. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht dennoch erneuert und modernisiert. Aber das Rückbesinnen und das auch immer wieder vergewissern, wofür man steht, das muss ich sagen, finde ich schon etwas Gutes und auch gerade in der Bundeswehr auch wichtig. Aber natürlich modernisieren ist angesagt in ganz vielen Bereichen. Wir müssen in Bezug auf Technologien besser werden. Wir müssen aber auch, gerade was Sie angesprochen haben, Frauen Möglichkeiten bieten. Und ich war in der letzten Legislaturperiode Justizministerin und da habe ich hart dafür gekämpft, dass wir auch in der Wirtschaft endlich die Rahmenbedingungen dafür haben, dass super ausgebildete Frauen auch die Chancen bekommen, die sie verdienen. Und genauso muss es auch in der Bundeswehr sein. Und deswegen kann ich nur sagen, wer gut qualifiziert ist, ja, der muss sich darauf verlassen können und die muss sich darauf verlassen können, dass sie auch diese Aufstiegsmöglichkeiten hat. Und da werde ich hart dran arbeiten, dass das auch mit Leben dann erfüllt wird in den Jahren, in denen ich da Verantwortung habe. Vielleicht können Sie auch ein bisschen noch mal was über sich persönlich sagen, wie Sie es, sagen wir, so weit geschafft haben. Es ist ja auch eben gar nicht einfach, sich da durchzusetzen, eben auch in der Politik. Welchen Ratschlag würden Sie vielleicht Ihrem jüngeren Ich geben oder anderen jungen Frauen, die in die Politik gehen wollen und die wissen, dass es eben ein sehr langer Weg sein kann?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich immer vergewissert, wofür stehe ich. Und wenn man dann ein klares Ziel hat, also parteipolitisch, inhaltlich, und dafür immer kontinuierlich arbeitet, dann ist das schon mal das Allerwichtigste, dass Menschen wissen, womit man selbst verbunden wird, was einem wichtig ist. Das ist die erste Voraussetzung, auch dafür akzeptiert zu werden und auch Anerkennung zu bekommen, wenn sie authentisch sind, wenn man ihnen das zutraut, sich gut auszubilden und manchmal auch hartnäckig einfach zu sein. Nicht aufzuhören, wenn es gleich beim ersten Mal, wenn es Widerstand gibt oder wenn einer sagt, ah, was ist denn das für eine Idee? Einfach weitermachen. Wenn man davon überzeugt ist, weitermachen, sich nicht abbringen lassen und ganz wichtig für Frauen, Verbündete suchen. Verbündete suchen und sich in Netzwerke begeben. Das ist was, was bei Frauen nicht so ausgeprägt ist, zumindest nicht bei Frauen in meiner Generation. Mhm. Da hat man noch oft mal auch nicht gegeneinander, aber so nebeneinander hergearbeitet. Und das ist so wichtig, Netzwerke zu schaffen, sich wechselseitig zu unterstützen in den Ideen, in den Initiativen, die man verfolgt. Das heißt nicht, dass man immer bei allem einer Meinung sein muss. Ja. Aber diese Grundsolidarität, dass man da Netzwerke schafft, das ist mit das A und O, dass man dann auch erfolgreich ist. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen.